Servus Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute spielen wir mal Squad Battles. Und zwar habe ich hier noch alle 4 Spiele von heute offen und die will ich heute gemeinsam in diesem Video mit euch spielen und natürlich auch das bestmöglichste Ergebnis rausholen. Ich würde sagen, wir fangen beim ersten an und zwar bei Glow AQ oder so. Der hat dieses Team, naja. Ich verstehe es einfach nicht, wieso man solche Teams baut. Aber natürlich sind dann das auch geschenkte Punkte manchmal auch in Squad Battles. Natürlich dann beim 4., manchmal auch schon beim 3. Team sind dann die Teams schon alle Spieler wahrscheinlich auf den richtigen Positionen. Aber wir gehen rein und ich zeige euch nur die Tore, damit das Video schnell wieder vorbei ist. Ich könnte es eigentlich auch Zeitraffer machen. Aber es wäre ja dann langweilig, weil dann könnt ihr die Tore wahrscheinlich nicht mehr ganz gut beobachten. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei den Highlights bzw. Toren wieder. Bis dahin, ciao. Und Freunde, falls ich dann insgesamt 5 Tore in einem Spiel schieße, dann höre ich schon beim, also mehr als 5 Tore in einem Spiel schieße, höre ich schon beim 5. auf, weil ab dann bringt es mir eh nichts mehr eigentlich. Und das ist jetzt Jesus mit dem 1:0. Es hat sehr lange gedauert. Ich hatte eigentlich richtig viele Torchancen bisher. Ich denke, das waren schon mindestens 7, die reingehen sollten wahrscheinlich. Aber jetzt ist endlich mal das erste davon, 5. Und ja, jetzt brauchen wir nur noch 4 Tore und hoffen natürlich, dass wir keins kassieren. Auf jeden Fall war es ein bisschen lucky, dass der durchkommt, der Ball. Aber dann macht ihn Jesus natürlich rechts unten rein. Come on, jetzt Valencia auf Sterling und dann ist es 2:0 auch da. Schön gemacht von Valencia und dann auch ein Zuckerpass. Ja, war eigentlich ein stinknormaler Pass auf Raheem Sterling, der dann ganz lässig hier einschiebt zum 2:0. Es dauerte, aber jetzt bin ich da und hoffe natürlich, dass ich noch diese 3 anderen Tore in ja, sehr schneller Zeit schießen werde. So, Halbzeit ist es. Wir hatten gerade noch mal eine Riesenchance. Ich weiß nicht, ob ich es euch jetzt noch gezeigt habe. Vielleicht schon. Aber hier, da hat EA, glaube ich, was mit den Statistiken richtig falsch gemacht. Weil ich hatte mindestens 8 Torchancen. Mindestens, vor allem die gerade auch jetzt noch. 2 Tore, 2 Torchancen, anscheinend laut EA. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, 2 Tore, 80.000 Torchancen. Das ist eigentlich eine richtig einseitige Partie bisher. Komm schon, Sterling, such dir einen Mitspieler wie Moy. Und das ist jetzt Sterling nochmal und da ist es 13:0. Einfach mal draufhauen. Ich habe keine andere Lösung bisher gefunden, außer einfach mal drauf zu hauen. Ich muss wirklich sagen, es ist irgendwie schwer, wenn ich ehrlich bin. Ich komme kaum jetzt hier in der zweiten Halbzeit zur Torchance. Es war, glaube ich, erst die zweite nach knapp 20 Minuten wahrscheinlich jetzt schon. Und ich brauche noch 2 Tore, also das kann noch sehr schwer werden natürlich. Ey Leute, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr, ey. Mann, ich mache eigentlich alles richtig, aber die Spieler nicht. Das ist der größte Abfuck. Mann, ey. Kein Bock mehr, ganz ehrlich. Aber vielleicht noch 1. Komm, 1 noch. Ich stelle jetzt kurz mal auf meine 4-4-2 um. Weil mit der komme ich immer richtig gut, ja. Und das sieht dann so aus. Ich bringe einfach Zielinski immer über links oder über rechts. Ich lasse jetzt mal Sterling über rechts spielen. Das ist unlogisch. Du musst einen schnellen Freistoß ausführen, aber alle Spieler stehen einfach nur rum. Jetzt vielleicht eine unserer letzten Aktionen mit Valencia. Komm, Valencia. Valencia! Zielinski, mein Joker! Junge, da ist noch das 5. Wichtig für die Punkte.
sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dass wir jetzt auch viel mehr Schüsse aufs Tor haben. Auch wenn ich in der zweiten Halbzeit jetzt nicht mehr so viele gemacht habe. Das war schon ein bisschen sweaty, aber auch nur ein kleines bisschen. Okay, das Spiel ist zu Ende. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal ins nächste und dann ins zweite Spiel. Aber zuerst noch hier die Punkte, die wir bekommen. 1138 gehen rauf und ich hoffe, dass wir vielleicht nach der Folge dann auch schon die Gold 1 Rang halt haben. Und jetzt geht's rein ins nächste Spiel und ich hoffe natürlich, dass wir hier auch wieder 5 Tore schießen. Am besten natürlich auch keins kassieren. Weil das wäre kacke und ich nehme mal hier nicht das PlayStation-Trikot vom Gegner, weil es ist ein bisschen nervig. Da gehen wir rein, let's go. Okay, hier das Team. Ja, stinknormales Score-Battles-Team. Come on, Martial mit dem 1:0. Hat zwar lange gedauert, bis er dann geschossen hat, aber Hauptsache der Ball ist im Netz. Hauptsache, wir führen jetzt hier nach 12 Minuten schon mit 1:0. Come on, jetzt mal schieß es auf Sterling und 2:0 nach 17 Minuten. Jetzt bin ich drin, Freunde. Jetzt bin ich auf jeden Fall da. Und hoffentlich schießen wir jetzt noch ein paar Tore. Genau 3 sollten es dann werden. Und dann haben wir auch schon 5 Tore und damit auch wahrscheinlich die meisten Punkte, die wir erreichen können. Komm, Jesus mit dem 3:0. Leute, jetzt bin ich am Start. Also jetzt läuft's mal wieder. Endlich, seit langem her, dass ich in einem Video oder so wieder mal am Torschützen bin hier. Und sorry wegen dem Stuhl. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig. Come on, Martial auf Jesus. Und da ist das 4:0. Freunde. Es läuft doch mir hier wie am Schnürchen, würde ich mal behaupten. 4 Tore innerhalb von vielleicht 10 Minuten. Let's go. So hätte es im ersten Spiel auch aussehen müssen eigentlich. Okay, Halbzeit jetzt. Ja, 4:0. Alle Schüsse halt reingemacht, ne, würde ich sagen. Okay, Freunde, das war's von dem Spiel. Ich habe irgendwie nicht mehr den Ball reinbekommen. Ich habe dann auch ab der 85. oder so, habe ich dann wieder auf die 4-4-2 umgestellt, hat aber dann auch nichts geholfen. Am Ende bleibt es dann beim 4:0 leider nur. Und ich glaube, das gibt aber trotzdem auch die 1000 Münzen. Die hätte ich auf jeden Fall noch 1 reinmachen müssen von meinen Riesenchancen. Okay, und damit sind wir wieder in Gold 1 drinnen. Let's go! Und dann geht's hier rein ins nächste Spiel. Ich weiß, vor allem für mich ist es sehr verschlingend, so 4 Spiele aufzunehmen. Vor allem von Score Battles, wo ich eigentlich immer durchspiele das ganze Spiel, weil man kann ja eigentlich fast nicht Rage quitten eigentlich, theoretisch. Also, man selbst schon, aber der andere nicht. Das ist natürlich blöd gemacht. Sie hätten es vielleicht machen können, wenn es so 5:0 oder so steht, dass dann halt der wo 5:0 hinten liegt, dass der dann rausgeht oder verliert. Aber dann gehen wir jetzt rein, das Team habt ihr gerade gesehen. Wahrscheinlich auch ein typisches Score Battles Team, einfach nur Spieler hingeworfen. Und Bakayoko mal mit einem Tor. Ist schon sehr lange her, dass der ein Tor geschossen hat. Ey, seine Frisur sieht von nahem so scheiße aus, wenn ich ehrlich bin. Die sieht eigentlich schon gefaked aus, wenn ich ehrlich bin. Also, Digga, wenn das kein Umschnitt ist. Und Jesus mit dem 2:0, Freunde. Let's go. Und damit sollte eigentlich schon der Sieger feststehen. Okay. Nach dem 1:0 war es schon klar eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und Martial macht es 3:0, also ich denke, die 5 Tore werden wir jetzt auf jeden Fall eigentlich schon fast geschafft haben, weil
Und Jesus mit dem 4:0. Ich denke jetzt mal, dass es nicht so sein wird wie im Spiel davor, als wir, ich glaube sogar fast so genau zur gleichen Zeit 4:0 führten. Also ich denke mal, dass wir jetzt hier noch mindestens ein Tor schießen werden, vielleicht sogar mehrere, aber ihr seht ja nur 5 ausgemacht. Außer es fällt ein schönes Tor, dann zeige ich natürlich das auch. Okay, es ist Halbzeit, wir führen natürlich 4:0. Hatte jetzt keine Chance mehr nach dem 4. Aber ja, das ist eher das 4:0 her, also Ingame-Zeit. Und jetzt geht's weiter mit der 2. Hälfte. Come on, Sterling! Und da ist das 5. jetzt endlich! Seit der Halbzeit steht's hier 4:0. Und jetzt erst 15 Minuten vor Schluss erst das 5. Obwohl ich schon so oft vorm Tor stand, aber dann leer zurück in meine Hälfte ging. Aber jetzt muss endlich mal wieder der Gegner einen Anstoß machen. Und wir haben jetzt auch endlich das 5. Tor. Und damit könnte ich mich eigentlich jetzt schon verabschieden von diesem Spiel. Und ihr seid dann jetzt schon wahrscheinlich gleich im nächsten Spiel. So, das Spiel endete jetzt auch 5:0 am Ende. Und ich habe hier schon vorhin gesehen, einer hat sich verkauft und das war Begovic. Und jetzt kaufen wir uns mal den Spieler, der mir gerade vorhin noch eingefallen ist. Und zwar ist das Mohamed Salah. Schauen wir mal, wie viel eigentlich sein 85er kostet. 38, 30k vielleicht. Da es ihn nicht frisch gibt, nehmen wir einfach mal den. Genau. Dann haben wir schon Mohamed Salah als Maestro. Ich glaube, das passt jetzt nicht so zu. Und dann ist er gleich hier in unserem Team drin für Raheem Sterling. Okay, der wird verkauft. Sogar noch 700 Münzen plus gemacht. Und Freunde, dann gehen wir rein ins nächste Spiel, aber zuerst muss ich hier noch was machen, und zwar Teamtraining. Aber eigentlich könnte ich das jetzt auch euch eigentlich gar nicht zeigen, weil das spiele ich jetzt eh nur auf Halbprofi und ich denke, das wird euch jetzt eher weniger interessieren, wie ich den jetzt wahrscheinlich so 10-0 abschufe. Ja, sehr wahrscheinlich, ne? Luki Burnie, ne? Man kennt ihn. Und Raheem Sterling hat sich natürlich direkt verkauft. Let's go! Okay, dann gehen wir rein. Wir sind ja jetzt endlich wieder Gold 1. Und ja, gehen wir rein in die Partie. Beziehungsweise, ich überspringe es jetzt einfach und wir sehen uns in 3, 2, 1 wieder beim Ergebnis. Okay, 3, 2, 1. So, Freunde, das Spiel endet 7:1. Ich sage nur Deutschland gegen Brasilien. Kappa. 0:1 ist Deutschland gegen Brasilien ausgegangen, bruh. Ja, und damit sind wir Gold 1, bis morgen wahrscheinlich schon wieder sicher. Und ich hoffe natürlich, dass ihr morgen auch am Start seid. Morgen kommt vielleicht ein Stream, vielleicht aber auch nochmal Score Battles. Ich weiß es nicht, ob ich es jetzt regelmäßig mache. Aber ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Like und ein Abo da. Ich sitze jetzt hier schon, ja, über eine Stunde. Sehe ich hier bei OBS. Insgesamt 1 Stunde, 11 Minuten und 36 Sekunden jetzt schon. Das wird wahrscheinlich auf höchstens 15 Minuten oder so runtergekartet. Also lasst jetzt nochmal ein Like und ein Abo da. Ihr seid die geilste Community, die ich je gesehen habe. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!